Herzlich willkommen zum 9. Video aus der Reihe Fotos verbessern mit GIMP. Und hier geht es jetzt darum, dir zu zeigen, wie man Wasserzeichen einfügen kann. Dazu habe ich bereits ein entsprechendes Foto geöffnet und dieses Foto möchte ich ein sogenanntes Wasserzeichen einfügen. Das heißt, einen Text im Hintergrund, der dann klar anzeigt, dass es deine Abbildung, dein Foto ist. Wie macht man das am besten? Wir erzeugen eine eigene Datei, der dann deinen Namen oder den Namen deiner Webseite beinhaltet. Ich mache das hier mit Datei neu. Und wesentlich ist es hier nochmal einzustellen, die entsprechende, also die Festlegung der Breite und der Höhe. Als Breite würde ich zum Beispiel mal vorschlagen, also je nachdem, wie lang der Name ist, zum Beispiel 800 und dann Höhe 200 Pixel, also 200 Bildpunkte. Bei den erweiterten Einstellungen ist es wesentlich hier festzulegen, dass es keine Hintergrundfarbe gibt, sondern dass diese transparent ist. Das heißt, es soll dann tatsächlich dann der Namenszug dann über dieses Bild dann gelegt werden, aber es soll dann das eigentliche Bild erhalten bleiben nur der Text dann praktisch eingeblendet werden. Als Farbraum würde ich dir jetzt einmal empfehlen, und für die meisten Wasserzeichen ist das eigentlich recht gut geeignet, hier Graustufen zu verwenden, hier beim Farbraum. Ich klicke jetzt auf OK. Bekomme jetzt hier oben ein neues Bild praktisch eingeblendet in einer entsprechenden Höhe mit dem entsprechenden Farbraum. Das heißt, selbst wenn hier die Vordergrundfarbe jetzt eine andere ist, wird dann trotzdem der Text dann dementsprechend dann dargestellt werden, nämlich in einem Grauton. Hier lege ich einmal fest, welche Schriftart ich möchte, welche Schriftgröße. Dadurch, dass wir hier eine 200er Bildhöhe haben, was nehmen wir denn da? Probieren wir mal 150 als Schrift. Größe aus, die Schriftart könnte man beibehalten und die Farbe muss ich mich nicht kümmern, weil wir eh nur Grautöne haben. Und ich könnte dann hier praktisch dann den entsprechenden Text dann einfügen. Ich ziehe mal ein Textfeld auf und schreibe jetzt hinein zum Beispiel: Wir lernen AT. T ist verschwunden, wo das Textfeld noch zu klein ist, beziehungsweise die Schrift vielleicht auch zu groß ist. Ich ziehe das hier mal auf, verwende eine kleinere Schriftgröße, nehmen wir mal 125 und dann passt es auch schon dementsprechend. Ja, dann ist hier der Text zu groß vielleicht für dieses Textfeld. Ich kann das jetzt hier zuschneiden, mache das jetzt hier nämlich dann rechte Maustaste nehmen. Na, das ist dann weniger geeignet. Gehen wir vielleicht auf Bearbeiten, Bild automatisch zuschneiden, wäre hier die geeignete Möglichkeit. Drücke auf OK und sieht man hier schon, drücke auf die Enter-Taste und dann habe ich das hier genauso zugeschnitten, wie ich es dementsprechend habe. Jetzt geht es darum, das richtige Format zu wählen, bei dem ich speichern möchte. Das wäre das PNG-Format, weil PNG genau diese Transparenz ermöglicht. Das heißt, hier neben dem Schriftzug bleibt der Hintergrund dann praktisch frei und überlagert damit dann nicht dann hier dann das entsprechende Foto. Gut, ich exportiere das Ganze jetzt einmal unter Datei, exportieren als, lege hier dann einen Dateinamen fest, wie zum Beispiel, nehmen wir hier Wasserzeichen. Wasserzeichen 02. Klicke dann auf Exportieren. Kann im folgenden Menüfenster dann Umständen dann festlegen, welches Kompressionsniveau ich wähle. Normalerweise ist es 9 eingestellt. Ich gehe jetzt hier auf 6. Brauche also weniger an Speichergröße. Habe das jetzt hier so festgelegt. Gehe jetzt hier rein und hole mir jetzt dann dieses Wasserzeichen rein. Und ich achte darauf, dass ich hier jetzt den richtigen Befehl verwende. Nehme hier jetzt dann Datei über Datei als Ebenen öffnen, wählen wir dann hier dieses Wasserzeichen. Auf der rechten Seite würde mir jetzt hier eine Vorschau geben, klicke auf Öffnen und das Wasserzeichen landet jetzt hier als weitere Ebene. Sieht es hier auf der rechten Seite dann herinnen. Ich kann dann, wenn ich mir diese Ebene des Wasserzeichens auswähle, kann ich die dann verschieben. Ich wähle mir hier das Verschieben-Werkzeug. Kann es an die richtige Stelle schieben, vielleicht da herunten hin oder sehr penetrant und da heroben, damit es auf jeden Fall jeder sieht.
Was ich dann noch machen kann, ist, dass ich hier dann die Deckkraft verändere. Das ist momentan auf 100%. Wenn ich sie jetzt reduzieren würde, dann würde der Hintergrund stärker hervorkommen. Wenn ich sie auf 0 stellen würde, würde man nichts mehr sehen. Ich erhöhe das Ganze dann, dass es nicht so aufdringlich ist. Darum ist wirklich faktisch alles aufdringlich. Und würde das dann so einfügen. Ich gehe jetzt hierher. Hier würde man es kaum sehen bei dieser Deckkraft. Also hier müsste ich das dann wahrscheinlich sogar erhöhen. Oder bei meinem, ich würde das dann noch ziemlich auf 100 stellen. Oder müsste vielleicht sogar dann die Farbe meines Wasserzeichens, also diese Schriftfarbe, dann verändern. Oder eben eine, jetzt habe ich die falsche Ebene ausgewählt zum Verschieben. Gehe da nochmal her. Ich habe das Verschiebewerkzeug eh ausgewählt. Und könnte mir dann, könnte es dann zum Beispiel hierher setzen. Dann hier wir lernen.at. Gut, dann kann ich dieses Foto dann inklusive des Wasserzeichens dann exportieren und habe dann ein Foto mit einem Wasserzeichen. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Jetzt weißt du, wie man mit Hilfe von GIMP ein Wasserzeichen in ein Foto, in eine Grafik einfügen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.